Die fünf größten Fehler beim Sprossenziehen. Du musst wissen, dass früher die Leute um mich herum, als ich angefangen habe, mich gesünder zu ernähren, immer gesagt haben, oh Maria, du musst Sprossen ziehen und es ist so einfach und günstig und nahrhaft und nährstoffreich und es macht so viel Spaß und das musst du einfach machen. Und für mich war das einfach immer so ein Riesenprojekt in meinem Kopf, wo ich so dachte, oh mein Gott, das nimmt so viel Zeit und das ist ja so anstrengend und dann musst du daran denken und so viel beachten und um Gottes Willen, ich fange lieber nicht damit an. Und dann habe ich damit angefangen und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Allerdings habe ich auf meinem Weg auch richtig viel gelernt beim Sprossenmachen, weil es kann so das ein oder andere ganz schön schief gehen. Und heute erzähle ich dir mal meine fünf größten Fehler, die ich teilweise auch immer noch mache. Wenn du wissen möchtest, wie du Sprossen selber ziehst, dann schau mal dort vorbei. Da habe ich dir schon ein Video abgedreht mit ganz vielen Tipps, wie ich das mache, genau wie das so abläuft, alles Schritt für Schritt erklärt. Da findest du das. Fehler Nummer 1, es ist zu warm. Sprossen gelingen im Sommer bei 30, 35 Grad einfach nicht, weil es oftmals zu warm ist. Aber auch im Winter, wenn man die Wohnung zu viel heizt oder die Sprossen in der Nähe von der Heizung stehen, können sie schlecht werden. Am meisten gefährdet sind Buchweizen und Kichererbsen. Die sind am sensibelsten, also sozusagen die Sensibelchen unter den Sprossen. Einfacher geht es bei zum Beispiel Mungbohnen, die sind da echt robust, aber auch als Alpha, die sind auch robuster und auch Brokkoli. Aber auch da sollte man die Temperatur richtig schön, so am besten perfekt sind so 20, 21 Grad maximal. Die Sensibelchen wie Buchweizen und auch Kichererbsen, denen geht es am besten mit 18 Grad und die fühlen sich am wohlsten, wenn man die am besten so an einen kühleren Ort stellt, vielleicht aufs Fensterbrett, wo es ein bisschen kühler ist, aber natürlich nicht direkt über die Heizung. Fehler Nummer 2 ist, dass die Schale nicht entfernt werden und dann die Sprossen deswegen schlecht werden. Das kann sein, dass der Keimvorgang schon richtig gut abgeschlossen ist und man bewahrt die dann im Kühlschrank auf, aber dadurch, dass die kleinen Schalen nicht entfernt wurden, das passiert mir häufig bei Erbsen oder aber auch Kichererbsen, die sind dann da noch so ein bisschen feucht und die werden dann so labberig und glibberig und die machen dann, dass die ganzen Keimlinge oder das ganze Keimlass schlecht werden kann. Wenn man diese entfernt mit einem leichten Trick und dann die Schalen absammelt oder so abschöpft und dann einfach das Wasser abgießt, dann hat man nur noch die fertigen Keimlinge und die kann man dann im Kühlschrank bestimmt für eine Woche noch aufheben. Fehler Nummer 3, mein Lieblingsfehler und den ich auch immer noch mache, ist, dass ich zu viele Keimlinge in das Glas gebe, denn ich unterschätze jedes Mal wieder, vor allen Dingen bei Mungbohnen, Kichererbsen, aber auch Lupinen, die ich sehr gerne keime für so Humus, dass ich zu viel ins Glas gebe, weil die selbst, also wenn ich die am Anfang einweiche, dann wachsen die schon so, so viel und dann unterschätze ich das, wie viel Platz die dann im Glas brauchen. Nach zwei, drei Tagen brauchen die dann noch mehr Platz, dass mir dann teilweise genau das Glas fast platzt oder aber eben die da drinnen schwitzen und dann wieder schlecht werden. Fehler Nummer 4. Am Anfang auch ein ganz typischer Fehler. Manche Sprossen entwickeln beim Keimen so einen Flausch, nenne ich das immer, an ihren Wurzeln. Ganz typisch ist es bei Brokkoli und da denken viele, oh, jetzt schimmelt das. Das sieht wirklich aus wie weißer, heller Schimmel. Das ist aber kein Schimmel. Wenn Sprossen schimmeln, wirst du es riechen. Das riecht faulig. Der Schimmel ist meistens auch so ein bisschen schwarz und nicht so schön flauschig weich. Und Fehler Nummer 5, auch ganz typisch, vor allen Dingen bei Keimsaaten, die jetzt schleimbildend sind, wie zum Beispiel Buchweizen. Buchweizen ist ja, wie ich schon gesagt habe, auch sehr sensibel von der Temperatur. Also Buchweizen sind wirklich kleine Sensibelchen, aber sie sind halt auch so nährstoffreich, dass ich sie auch immer wieder keime. Und wichtig ist da auch, dass man nicht da zu viel ins Glas macht. Aber was bei Buchweizen der größte Fehler ist, der fünfte Fehler ist, dass die sind schleimbildend und es muss wirklich richtig intensiv gespült werden. Ein ganz toller Tipp bei Buchweizen, um das zu vermeiden oder um die besser zu spülen, ist, den Buchweizen
besten wirklich aus dem Glas rauszunehmen, vielleicht auch nicht im Glas zu spülen oder wenn dann nur eben eine kleine Menge zu machen und dann da lieber ins Sieb zu geben und den dann dort zu keimen und zu spülen, weil dadurch kann man eben wirklich eine größere Fläche mit Wasser abspülen, weil der ganze Schleim muss wirklich weg. Das ist am wichtigsten am Tag 1 und Tag 2, dass wirklich dieser ganze Schleim weggeht. Wenn man den nicht richtig wegspült und das kann eine Weile dauern und auch ein bisschen Wasser kosten, dann werden die Buchweizenkeimlinge schlecht und dann versaut man sich einfach alles. Ich hoffe, dass du diese 5 Fehler in Zukunft nicht mehr machst und aus diesem Video ganz viel Mehrwert für dich rausgezogen hast. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was sind denn deine Lieblingssprossen?